Ja, dickes, fettes Danke an dich, Van Bergen One Hit, dass du mich in deiner Show vorgestellt hast. Und mit diesem Video auch gleich ein herzliches Willkommen an die hoffentlich zahlreich heranströmenden Zuschauer, potenziellen Abonnenten und möglicherweise sogar neuen Fans. Herzlich willkommen. Ja, dieses Video einfach mal als extra, nicht nur als Antwort auf Van Bergens One Hit. Auf Van Bergens LPR-Show. Meine Fresse, bin ich durcheinander. Ja, ich bin noch vollkommen hin und weg von der Vorstellung, vor allen Dingen, wie schnell das ging. Junge, du bist ja wirklich schneller als die Polizei erlaubt. Lass dich bloß nicht erwischen. No, ja, dieses Video einfach mal extra zwischendurch, zwischen den Minecraft Let's Showplays. Angedacht hatte ich es schon länger. Ich wollte nämlich einfach mal. Ja, darüber reden, wie ich dazu gekommen bin, Let's Showplay Minecraft zu machen und was so ein bisschen dahinter steckt und ja, auch noch ein bisschen über mich erzählen, über meinen Hintergrund und eben auch gleich ein paar Tipps mit einfließen lassen für ja, neue Let's Player, Leute, die sich darüber Gedanken machen, ein Let's Play zu starten, als Let's Player vielleicht sogar selber aktiv zu werden. Und dieses Video ist dann das erste in einer Playlist, die ich schon zusammengestellt habe, wo ich ein paar Videos gesammelt habe, nicht nur von mir, sondern von anderen, die sich mit dem Thema Let's Playen beschäftigen, mit den Grundlagen, Tipps geben, Sachen angeben, über die man nachdenken sollte, was man sich vorher durch den Kopf gehen lassen sollte, bevor man ein Let's Play startet. In diesem Sinne fangen wir also eigentlich an, bevor alles begann, bevor ich meine erste Folge Let's Show Minecraft hochgeladen hatte. Im Dezember 2010 bin ich auf Minecraft aufmerksam geworden, habe mir dann erstmal die Let's Plays von JX23 und Sean Enners angesehen, dann Gronkh entdeckt und bin natürlich von ihm infiziert worden, habe auch seine anderen LPs gesehen, gerade auch seine älteren Sachen und Trash-Sachen, so den Müllabfuhr-Simulator oder den Gartenbausimulator und was er da alles Tolles gemacht hat. Und habe dadurch erst das Thema Let's Play entdeckt, bin dadurch erst überhaupt darauf gekommen, dass es also Leute gibt, die ein Spiel spielen und das kommentieren und dass es Leute gibt, die ihnen dabei auch noch zugucken. Das hat mich, war vollkommen neu für mich. Ich kannte das bisher überhaupt nicht. Minecraft habe ich mir dann einfach geholt und losgelegt. Das war so Anfang Dezember 2010. Und ja, im Januar habe ich dann drüber nachgedacht, selber ein Let's Play zu machen, zu Minecraft, einfach meine Welt zu zeigen in Videos. Und ja, habe einfach vorher ein paar Tipps gesammelt, eben zum Beispiel bei Gronkh, der hat ja auch eine schöne FAQ und eine schöne ganze Reihe Tipps auf seiner Seite zu Let's Plays. Und ja, damit habe ich mir eigentlich schon den ersten Vorsprung verschafft, indem ich mich einfach vorher ein bisschen umgeguckt habe und schlau gemacht habe, ne, Tipps gesammelt habe von erfahrenen Let's Playern, was man halt so finden konnte oder was recht schnell zu finden war. Und ja, damit es andere Leute einfacher haben, eben auch jetzt diese Playlist und dieses Video hier, obwohl ich mich natürlich, das muss ich auch gleich sagen, nicht als klassischen Let's Player oder Let's Player im klassischen Sinne verstehe. Da werde ich dann noch ein paar Worte zu sagen, wenn ich darüber spreche, wie ich zum Video machen und zu meiner Idee vom Let's Showplay Minecraft gekommen bin. Ja, ihr kennt ja alle ein klassisches Minecraft-Let's Play. Man startet in einer neuen Welt, ist die erste Nacht mit dem Überleben beschäftigt, fängt dann eben an, Ressourcen zu sammeln, baut sich seine Unterkunft und dann geht das Ganze so weiter, dass alles in 15 Minuten Folgen, in denen es halt immer nur ein Stückchen weit vorangeht. Ja, so macht das also fast jeder, 95%. Gut, manche machen ein Let's Play Together oder tummeln sich halt auf Servern. Dann gibt es halt noch die Let's Shows, wo Leute einfach ihre Welt zeigen, was sie da so alles Tolles gemacht haben. Und das habe ich mir alles so angesehen und mir so meine Gedanken darüber gemacht und dachte mir, so nicht. Jedenfalls nicht für mich. Denn,
Das machen, wie gesagt, schon Tausende. Das will keiner mehr sehen. Gerade heute ist ja jetzt schon ein halbes Jahr her. Und es haben viele, viele angefangen, ein Minecraft Let's Play zu machen. Eben auch viele Leute, die vorher überhaupt nicht als Let's Player oder auf YouTube überhaupt aktiv waren. Und ja, das will einfach keiner mehr sehen. Da kann man sich nicht abheben von der Masse, indem man es halt genauso macht wie alle anderen. Und was mir persönlich eben den Stachel gesetzt hat oder was für mich so die größte Motivation war, es eben so zu machen, wie ich es mache, dass es weit unter meinen Fähigkeiten ist. Da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen, über meinen Hintergrund. Konsequenz daraus war, ich muss anders sein als alle anderen, damit ich mich von ihnen abhebe. Ich darf nicht das machen, was jeder andere macht, und das darf es nicht genauso machen, wie jeder andere es macht. Sonst hebe ich mich einfach nicht von der Masse ab und gehe in der Masse unter. Und die gute Nachricht dabei war, ich kann aber auch anders sein, weil ich nämlich ja, eben einiges kann und beherrsche, was der normale Let's Player und speziell Minecraft Let's Player, wenn man mit dem Thema neu einsteigt, was die eben nicht können. Da war ich dann auch schon im Prinzip bei den ersten beiden wichtigen Fragen, deren Antworten mir dann ja alles geliefert haben, was ich brauche. Nämlich, was kann ich anders und besser machen als alle anderen? Und was sind überhaupt meine Stärken und wie kann ich sie ausnutzen? Ja. Die Stärken. Ich habe keine Probleme mit der Technik oder mit der Qualität, abgesehen vielleicht von meinem Headset-Mikro. Ich trage das Headset also beim Aufnehmen zum Beispiel eben nicht auf dem Kopf, richtig als Kopfhörer und dann das Mikro davor, sondern ich mag es einfach lieber, den Ton über die normalen Außenlautsprecher zu kriegen und trage also das Headset wie so eine Halskette einfach nach hinten rum. Und wenn ich dann mal die Aufnahme unterbrechen muss und das Mikrofon abrücken muss oder sonst was oder mal abnehmen muss, muss ich halt sehr darauf achten, dass das Mikrofon nachher wieder in derselben Position ist, damit ich denselben Lautstärkepegel habe. Abgesehen davon ist mein Headset ein ganz einfaches für 20 € aus der Grabbelkiste vom Elektronikfachmarkt. Da steht natürlich dann auch irgendwann mal ein Upgrade ins Haus. Schauen wir mal, was dabei rauskommt. Aber die Themen, mit denen viele andere Let's Player zu kämpfen haben, also weniger Let's Player, sondern die Leute, die jetzt neu über Minecraft zu Let's Plays gekommen sind, da muss man ja ein bisschen einen kleinen Unterschied machen. Da die technischen Probleme, mit denen die häufig zu kämpfen haben, die hatte ich überhaupt nicht. Ich kann in HD hochladen, ich kann alles in HD machen. Ja. Und dadurch, dass ich meinen Kanal schon seit 2006 habe, habe ich auch keine Probleme, längere Folgen hochzuladen. Bin also nicht auf die 15 Minuten begrenzt. Was natürlich besonders auszunutzen ist, zum Beispiel eben bei Specials. Da kann man eben wirklich was Besonderes machen. Eben einfach eine Folge, die länger ist. Und das kann bei mir eben durchaus auch schon mal eine Dreiviertelstunde oder Stunde sein. Mittlerweile gar nicht mal so selten. Meine Folgen sind also meistens so zwischen 20 und 30 Minuten lang. Das ist also so, ja, die Folgenlänge, mit der ich am besten zurechtkomme. Und halt diese Sache, selbst wenn ich mit einer, oder halt, jetzt habe ich mich verhaspelt. Also längere Folgen kann ich machen, das kann ich auch halt ausnutzen. Na, oder nutze das eben auch aus. Und ich wollte eben nicht mit einer neuen Welt anfangen, wo nichts ist, sondern ich nehme einfach meine vorhandene Welt und ja, baue diese teilweise in den Let's Showplays aus, teilweise offscreen. Teilweise zeige ich dann eben auch, was ich da offscreen gebaut habe. Und so kann ich eben selbst in 15 Minuten Folgen mehr zeigen als andere Let's Player, die eben dieses klassische Let's Play machen, in einer neuen Welt anfangen und dann in 15 Minuten Folgen immer live komplettes Gameplay zeigen. Ja, jeder, der Minecraft spielt, weiß, in 3 bis 4 Stunden kommt man da nicht weit. Da schafft man nicht allzu viel. Ja, und ja, ich glaube, ich bin einer der wenigen, wenn nicht sogar der einzige Minecraft-Let's Player, der seine zweite Welt, die Welt, in der ich mein Let's Showplay mache, das ist die zweite Minecraft-Welt überhaupt bei mir.
Und ich habe sogar einfach mal in einem Special kurz meine erste Welt gezeigt, die ich so die ersten 3, 4 Wochen gespielt habe und mich da ein bisschen ausprobiert habe. Und die Welt, die ihr jetzt in meinem Minecraft-Let's Play seht, das ist wirklich überhaupt die zweite Welt, die ich in Minecraft neu gemacht habe. Muss man ja auch mal reinziehen. Seit ja, Anfang Januar also gibt es diese Welt. Das war noch die Beta 1.1 irgendwas oder Beta 1.2, in der ich da angefangen habe. Also in der ich diese Welt erzeugt habe. Und seitdem habe ich die also immer weiter gespielt. Die ist immer größer geworden. Ja. Was noch eine ganz besondere Stärke von mir ist, die ich also eben halt auch wirklich gerne ausspiele. Ich habe 5 Jahre Erfahrung in der Videobearbeitung halt aus meiner Zeit mit Trackmania. Der eine oder andere kennt es sicherlich. Die meisten von euch die kostenlose Version Trackmania Nations. Und ich habe halt 2005 angefangen mit ja, dem fast Ur-Trackmania, Trackmania Power-Up, dann Trackmania Original und schließlich Trackmania United. Trackmania Sunrise habe ich übersprungen oder ausgelassen. Und eben jetzt aktuell Trackmania United Forever. Und im Herbst kommt dann Trackmania 2 Canyon. Bin ich schon ganz heiß drauf. Ja, wie gesagt, 5 Jahre lang habe ich Videos gemacht in Trackmania, kenne mich also mit der Videobearbeitung aus und kann das eben für Specials besonders dann einsetzen oder eben indem ich einen Vorspann mache für meine Let's Showplay-Folgen. Das ist auch ein bisschen eine Ausnahme. Ich habe halt einen Vorspann dabei in meinen Showplay-Folgen. Ich weiß, wie man, wenn es dann mal in einem Special notwendig ist, Musik einsetzt, das Video darauf abstimmt. Ich kann mit Effekten, Tricks, Übergängen arbeiten, um die Wirkung zu erzielen beim Zuschauer, die ich will. Und ich kann eben auch Material, Bildmaterial, bewegte Bilder aus anderen Spielen oder Anwendungen einbinden und halt da tricksen. Tipp dazu, wenn, ja, schaut euch unbedingt die 100. Folge an meines Let's Showplay Minecraft. Da habe ich das alles nämlich mal gemacht. Ja, da habe ich also richtig mal einfach ausgedrückt auf die Kacke gehauen oder den Epicness-Regler bis zum Anschlag aufgerissen und mal richtig in die Trickkiste gegriffen. Ja, schaut's euch einfach an. Auch wenn ihr euch keines meiner der älteren Folgen anschaut, die Folge 100. Die müsst ihr euch anschauen. Ja, da steckt einfach so viel von mir drin, das ist so charakteristisch für mich, was ich also in dieser Folge da mache, als Jubiläumsfolge da meinen Zuschauern präsentiere. Ja, wenn ihr, selbst wenn ihr überhaupt keine der älteren Folgen anguckt, die Folge 100, die müsst ihr euch angucken. Link packe ich euch auch gleich in die Beschreibung, damit es für euch alle schön einfach ist. Ja. Ja, weiter mit meinen Stärken. Ich habe halt auch Erfahrung mit längeren Projekten aus Trackmania, wo man teilweise 2, 3, 4 Monate an einem Video arbeitet. Aus meiner Zeit als Forenmoderator im Deep Silver Forum, dem Publisher von Trackmania. Dann habe ich mich mit Singles beschäftigt, also dem Spiel Singles. Habe damit Comics gemacht. Das war auch eine Zeit über 2, 3, 4 Jahre, wo ich da aktiv war. Und habe eben auch noch andere Themen auf der Pfanne, zum Beispiel eben Trackmania, Singles und, und. Da kommt also mit Sicherheit auch noch einiges, lasst euch da überraschen. Ein bisschen ein schwieriger Punkt ist natürlich das Alter. Ja, ich bin 47, aktuell steht ja auch auf meinem Kanal 1964 geboren, daher das Dutchman 64. Ja, jetzt wissen es also alle, hier sitzt so ein alter Knacker vorm Rechner. Und natürlich auf YouTube sind die Zuschauer wesentlich jünger, die meisten sind unter 20, ja, drei Viertel sogar unter 25, würde ich sagen. Und auch andere Let's Player, quasi mein Wettbewerb, das Umfeld, in dem ich mich da bewege, was die Leute, mit denen ich verglichen werde, wenn jemand mein Let's Showplay guckt, ja, die sind natürlich auch wesentlich jünger. Also eine ganz andere Generation, die haben zum Beispiel einen ganz anderen Humor, lachen über ganz andere Sachen oder verstehen auch ganz Sachen ganz anders, als ich sie vielleicht meine, reden anders untereinander und so weiter.
Das ist natürlich auch eine Herausforderung, sich darauf einzustellen und zu sehen, wie man da ankommt und wie auch ihr damit zurechtkommt. Es ist einfach auch, ja, ich sag mal, vielleicht auch ein gewisser Anspruch dabei an euch, an meine Zuschauer. Ne? Aber der Spaß kommt hoffentlich dabei nicht zu kurz. Also ich habe das so ein bisschen als Herausforderung gesehen. Einfach, ja, mein Alter, meine Reife auch als Stärke wieder auszuspielen. Ganz wichtiger Punkt, Durchhaltevermögen, halt durch die Erfahrung mit längeren Projekten. Ich habe 4 Monate, geschlagene 4 Monate, von Januar bis einschließlich April mit 30 Abonnenten mich da durchgehangelt. Bis zur Folge 50. Und auch noch lange darüber hinaus. Bis mich dann Down for Life mal vorgestellt hat und dann kamen also die Abonnenten langsam und seitdem habe ich also einen stetigen, aber halt langsamen Zuwachs an Abonnenten. Aber über 4 Monate, 16 Wochen, habe ich mich mit 20, 30 Abonnenten rumgeschlagen, beziehungsweise nicht rumgeschlagen, aber durchgequält und bin da einfach nicht vom Fleck gekommen. Ja, und das meine ich mit Durchhaltevermögen. Das vielleicht auch als Tipp an alle, die jetzt frisch mit dem Minecraft-Let's Play anfangen. Stellt euch drauf ein, dass da 4 Monate lang nichts passiert. Kann vorkommen. Mir ging es so. Und ich habe durchgehalten und es hat sich halt gelohnt. Ja, natürlich auch eine gewisse Gelassenheit einfach. Weil man halt schon erlebt hat, dass Dinge trotz guter Vorbereitungen und trotz aller Mühen und trotz aller Qualität, die man da reinlegt, einfach vor die Wand laufen, einfach nicht wahrgenommen werden. Klar, kann auch passieren. Na, und eben halt ja, ein Stück Lebenserfahrung und Erfahrung halt in einer Menge anderer Themen. Na, das einfach mal aus meinem Alter, das Alter nicht nur als Nachteil oder als Abgrund, den ich zu euch überwinden muss, sondern eben auch als Stärke zu sehen. Ja. Und ja, ganz großer Pluspunkt bei mir, die Stimme. Ja. Ist einfach so, ich weiß nicht, ob ich zweimal durch den Stimmenbruch gerutscht bin. Ich habe eine Weile halt als Dozent gearbeitet, einen ganzen Tag lang, 8 Stunden lang geredet vor mehreren Leuten. Von daher ist die Stimme einfach ein bisschen in den Keller gegangen. Und wenn ich mal morgens eine Aufnahme mache und die Nacht war kurz, dann geht das noch eine Etage tiefer. Alles schon passiert. Ja, aus diesen Grundlagen hat sich halt bei mir mein eigener Stil entwickelt, der mich von allen anderen unterscheidet. Na, grundsätzlich gilt natürlich die Grundlagen, die Basics. Die müssen natürlich stimmen, sei es die Technik in HD aufnehmen, flüssig sprechen, den Leuten was erzählen. Man muss natürlich als Let's Player was zu sagen haben, gerade bei Minecraft, was ja frei ist vom Spiel her, wo es also keine vorgegebene Handlung gibt, die man kommentieren kann, sondern man muss halt Themen finden, über die man redet, über die man frei sprechen kann. Ich habe teilweise auch Folgen nachkommentiert, mache ich auch heute öfter noch. Zum Beispiel, wenn ich halt viel baue und Steine klopfe, dann mache ich das halt im Zeitraffer, wird das Video beschleunigt und den Kommentar darüber, den spreche ich halt hinterher auf, wenn es dann halt um interessante Themen gibt, wenn ich zum Beispiel 3, 4 andere Minecraft-Let's Player vorstelle, kurz und auf deren Kanäle aufmerksam mache oder mich andere Themen einfach bewegen, wo ich einfach frei von der Leber wegsprechen muss, ohne mich parallel auf das Spiel konzentrieren zu müssen. Das ist immer noch eine Herausforderung für mich. Ja. Aber sonst so die, wie gesagt, Grundlagen, Technik, HD, ohne schwarze Ränder, Videoqualität, na, Kanaldesign kommt heute ja auch noch dazu und viele, viele Sachen, die müssen natürlich stimmen, aber ansonsten so die Limits anderer Spieler, was so üblich ist, eben zum Beispiel die Trennung zwischen Let's Show und Let's Play. Es gibt ja einen Haufen Let's Player, die haben eine Let's Play-Welt und eine Let's Show-Welt. Warum? Bei mir ist es beides in einem. Ja. Oder eben gerade auch bei Minecraft bietet es sich an, eben diese Mixtur, für mich hat sie sich jedenfalls angeboten, die Mixtur zwischen Let's Show und Let's Play. Anderes Beispiel dazu. Ja. Ich bin, glaube ich, einer der wenigen
Let's Player, Minecraft Let's Player, die Cartographer Maps von ihrer Welt in ihren Videos benutzen. Bei einem klassischen Minecraft Let's Play braucht man das meist nicht, weil die Welt da eben meist recht klein und übersichtlich ist. Aber wie gesagt, in einer Viertelstunde neue Welt angefangen, pipapo. Ich habe es ja schon mal mehrfach angesprochen. Da sind die Welten halt eben recht klein und übersichtlich und das ist eben bei mir anders, weil ich eben schon mit einer vorhandenen Welt angefangen habe und eben viel auch offscreen mache und baue und das dann zeige. Aktuell ist meine Map sowas um die 60 MB groß, also der Spielstand. Von der Anzahl der Blöcke, also der Chunks, sind es so um die 4 Millionen. Wenn man sich mit Cartographer eine Map seiner Minecraft-Welt erstellen lässt, gibt es dann auch so eine kleine Statistik immer dabei. Und da habe ich halt die Zahlen her. Da steht dann auch zum Beispiel drauf, wie viele Spawner insgesamt auf der Map drauf sind. Und das sind bei mir eben nicht 10, 20 oder 50, sondern 300. Wenn ich mir also auf Spawner-Suche begeben würde, hätte ich da einiges zu tun. Aber das ist zum Beispiel etwas, was ich eben anders mache als alle anderen. Natürlich aus guten Gründen. Was mich unterscheidet von anderen. Und diese Cartographer-Maps brauche ich einfach in meinen Videos, damit der Zuschauer die Übersicht behält. Das ist einfach auch mit ein bisschen Mitdenken für den Zuschauer, nicht einfach loslegen und machen und hoffen, dass alles gut wird. Na, so wie bei manchen an Musik rangehen, ne, die zielen auf das Ende der Strophe und legen los. So der ballistische Ansatz. Nee, vorher ein bisschen nachdenken, was kann man für die Zuschauer machen, damit die eben einem auch wirklich folgen können. Weil ich eben auch teilweise von einer Folge auf die anderen so von einem Map, von einem Ende der Map zum anderen Ende der Map springe. Und eben auch, wenn ich Sachen offscreen baue, dann ist eben immer mal vorne dran eine Cartographer-Map im Video, wo ich sage, so, heute machen wir an der Stelle weiter, da geht es also dann da und darum. Und dann steigen wir also in das eigentliche Let's Show Play ein. Ja. Anderes Beispiel, ihr alle kennt es, ihr habt es bei irgendeinem Minecraft Let's Play schon gesehen und euch darüber geärgert, wenn man da unter Tage oder nachts im Dustern unterwegs ist. Sieht man nichts. Es ist düster, es ist schwarz. Ja. Ist mir natürlich auch aufgefallen, wie allen anderen auch. Der Haken ist, ich wusste, was man dagegen tun kann. Und bei mir ist es also so, nicht ganz von Anfang an, aber irgendwann, ich glaube, zwischen Folge 20 und Folge 40, bin ich mal drauf gekommen und habe es einfach mal angetestet, wie es ankommt und wie man es machen kann, dass ich nämlich, wenn ich nachts oder unter Tage unterwegs bin, einfach Helligkeit und Kontrast anpasse. Das kenne ich aus meiner Zeit mit den Trackmania-Videos, da war das ganz normal, dass man sowas macht. Da hat man also sogar noch die Farben nachgeregelt und nicht nur Helligkeit und Kontrast. Ja. Und einfach weil ich weiß, wie es geht und weil ich es machen kann, mache ich es auch. Natürlich auch, weil alle anderen es nicht machen. Stichwort, ne? Abheben. Eigener Stil. Jetzt ist es also so, dass meine Zuschauer teilweise mehr sehen als ich. Wenn sie die Videos auf HD gucken, sehen sie also in der Höhle, im Dustern teilweise weiter als ich während des Spiels. Sorgt natürlich auch manchmal für schöne Sachen. Ist aber einfach nochmal ein Beispiel für meinen eigenen Stil, den ich da rausgearbeitet habe, der sich also jetzt über die Zeit hier entwickelt habe, hat. Na, das alles zusammen macht eben mein Let's Show Play Minecraft aus, nämlich die Kombination von Let's Show und Let's Play in einer Serie. Ich habe mit einer vorhandenen Welt angefangen, zeige diese, baue teilweise offscreen aus, die Sachen. Ja, und zeige sie dann und halte mich in den seltensten Fällen an das 15-Minuten-Limit. Wie gesagt, ich kann es einfach. Und die Folgenlänge, bei der ich mich so am wohlsten fühle, weil ich meist auch abgeschlossene Folgen habe und eben nicht mittendrin aufhöre, sind so zwischen 20 und 30 Minuten aktuell. Dann natürlich aufwendige Specials, wie gesagt, Folge 100, die Jubeljubiläumsfolge, ein Muss, Link ist unten in der Beschreibung, auch wenn ihr keine andere Folge meiner Let's Show Play Minecraft seht, die Folge 100 unbedingt ansehen. Ja. Dann halt so eine Sachen auch nebenher,
die Toolbox-Serie, wo ich ein paar Tipps gebe zum Video machen, wie man zum Beispiel eben mit dem Seitenverhältnis arbeitet, dass man das unter Umständen anpassen muss, etc. pp. Dann die Serie Gute Zeilen, Schlechte Zeilen. Glaube ich auch etwas Einmaliges in der Let's Player-Welt. Ich kommentiere in einem Video einfach so in unregelmäßigen Abständen die Kommentare, die ich zu meinen Videos bekomme. Ja, dass man da einfach mal durchgeht. Während des Let's Plays kann man das natürlich auch machen, nur da fallen natürlich viele Sachen runter und man hängt naturgegebenermaßen auch immer ein bisschen hinterher. Deswegen das Ganze einfach zusammengefasst in der Extra-Videoserie. Titel passenderweise Gute Zeilen, Schlechte Zeilen. Ja. Wo ich halt auch mal ausführlicher über Themen sprechen kann, die in einem Kommentar angesprochen werden oder wenn ein Thema sich in den Kommentaren häuft, dass man dazu was sagen kann. No. Und ja, das Kanalthema bei mir, ich zeige euch meine Welt, das gilt eben auch im übertragenen Sinn. Ich zeige euch nicht nur meine Minecraft-Welt, sondern eben auch anderes, meine Trackmania-Videos und so weiter. Da vielleicht noch dazu die Trackmania-Videos. Da habe ich zu den Videos, die ich gemacht habe, zu den bekanntesten Videos, die ich gemacht habe in Trackmania, einfach einen Regiekommentar dazu aufgesprochen. Und das ist etwas, was kaum einer aus der Trackmania-Videoszene oder aus der Gameplay-Videoszene ja macht, dass er seine eigenen Videos nochmal kommentiert im Sinne eines Regiekommentars. Ihr kennt das vielleicht, wenn ihr euch eine DVD holt, dann gibt es halt immer noch die Möglichkeit, sich einen vom Regisseur gesprochenen Kommentar mit anzuhören. Das mache ich bei jeder DVD und die Idee habe ich einfach mal für meine Trackmania-Videos übernommen. Ne? Ja, Zusammenfassung. Also, wenn ihr daran denkt, euch ein Let's Play Minecraft zu starten oder überhaupt als Let's Player zu starten, bereitet euch vor, schaut euch um, informiert euch. Dazu gehört natürlich auch, dass ihr die Videos anguckt, die ich hier an diese Playlist noch rangehängt habe. Denkt drüber nach, was sind eure Stärken? Wie könnt ihr euch von anderen abheben? Was könnt ihr besonders gut? Ja, setzt das auch entsprechend um. So entwickelt ihr einen eigenen Stil, der euch von allen anderen unterscheidet, der euch wiedererkennbar macht. Ja, dann schlicht und einfach durchhalten. Ja, wie gesagt, bei mir hat es 4 Monate gedauert, 16 Wochen, bis halt durch eine Empfehlung von einem anderen Let's Player von Dawn for Life Soldier, das bei mir gezündet hat, dass da dann angefangen haben, die Abonnenten zu mir zu kommen. Und es werden täglich mehr, das finde ich ganz große Klasse. Ich finde es auch toll, dass sich das bei mir so langsam entwickelt. Da sind wir nämlich schon beim nächsten Punkt. Pflegt eure Zuschauer. Gerade am Anfang, wenn ihr noch eine recht überschaubare Community habt, habt ihr einen Vorteil gegenüber den großen Let's Playern. Ihr könnt euch um eure Zuschauer kümmern. Ihr könnt jeden Kommentar lesen und beantworten. Ausführlich. Ihr könnt jede PN beantworten. Macht das. Dadurch bildet ihr euch oder baut ihr euch eine eigene Community auf und die hilft euch. Wenn dann nämlich neue Leute dazukommen und so die einfachen typischen Fragen stellen, die werden dann nämlich eventuell schon von euren Stammkommentatoren beantwortet. Ich habe sowas auf meinem Kanal, Leute, die eben jetzt schon, sei es von Anfang an dabei sind oder irgendwann in den 50er-Folgen, 100er-Folgen eingestiegen sind. Ja, das sind also meine Stammkommentatoren, die sich immer wieder auch regelmäßig zu den Videos zu Wort melden und die eben auch, wenn jetzt neue Abonnenten dazukommen, die die ganze Geschichte noch nicht kennen, die auch noch nicht wissen, was ich wie mache, was halt das Besondere bei mir ist, und die einfach mir viel Arbeit abnehmen, indem sie so die typischen Anfängerfragen oder Fragen von neuen Zuschauern, da gibt es auch immer wieder typische Fragen, indem sie die einfach schon beantworten. Ja? Pflegt eure Zuschauer, baut euch eine Community dadurch auf. Dadurch werden die Leute auch an euch gebunden, bleiben euch treu und sie unterstützen euch. Sie helfen euch einfach in der täglichen Arbeit, sich nämlich um andere Zuschauer bei euch zu kümmern. Ganz, ganz wichtiges Thema, finde ich. Ja. Ja, zum Abschluss weiteres.
an diesem Video, beziehungsweise dieses Video ist das erste in einer Playlist mit wichtigen Videos für andere Let's Player oder YouTuber, die mir so im Laufe der Zeit, ich bin ja nun schon, wie gesagt, seit Januar aktiv, so über den Weg gelaufen sind. Da sind einmal zwei Videos zum Thema, wie wird man ein Let's Player oder guter Let's Player von Alligator 1024, eines und eins von Let's Play Tutorials. Dann ein sehr wichtiges Video finde ich auch von German LPK, How to Commentator werden. Commentators oder Kommentatoren sind für die Konsolenszene. Das in etwa das, was Let's Player für die PC-Szene sind. Die kommentieren also Gameplays, was weiß ich, von Shootern oder von anderen Spielen auf den Konsolen. Und LPK hat sich da mal auch mit einer Größe aus dieser Szene zusammengetan, ein Dual-Commentary gemacht, wo sie ganz wichtige Themen, ganz wichtige Grundsagen ansprechen zum Thema Commentator werden. Was man also beachten sollte, was wichtig ist, was man nicht machen sollte und so weiter. Ganz wichtiges Video. Dann auch ganz wichtiges Video vom Kanal Mars Media Cast. Dahinter stecken auch zwei bekannte Let's Player. Der eine ist Seeking, früher The Seeking Guy. Und, ups, der andere Name ist mir gerade entfallen. Ich weiß es nicht. Das ist hoffentlich nicht Alzheimer. Aber zwei Mars Media Casts zum Thema die neue Generation Let's Player. Unbedingt empfehlenswert. Ganz wichtige Grundlagen wieder dabei. Und dann gibt es noch eine Reihe von Videos, in denen Kanäle vorgestellt werden, die ihrerseits wieder Let's Player vorstellen. Ja, also Anlaufpunkte, wohin ihr euch wenden könnt, wenn ihr möchtet, dass euer Kanal vorgestellt wird. Ihr solltet dann natürlich schon ein bisschen was zum Vorzeigen haben, ne? Informiert euch dann jeweils auf den Kanälen, was die Anforderungen sind, damit ihr vorgestellt werdet, sammelt oder stellt die Informationen über euren Kanal einfach schon zusammen, macht das richtig ausführlich, macht das richtig anständig, dann wird das auch was. Siehe eben meine Vorstellung hier auch bei Van Bergen One Hit, dem ich hier nochmal ganz dick danken möchte. Und ja, damit wäre es das soweit. Wie gesagt, die anderen Videos hier auch angucken und willkommen nochmal an alle neuen Zuschauer und potenziellen Abonnenten. Wie gesagt, ganz wichtig, Folge 100 angucken steht unten in den Links, ne? Ich mache mich dann mal weg. Tschüss.